Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin, heute unter dem Motto Bella Italia. Die Kollegen auf der Blue bereiten das Schiff schon für euch vor und es ist richtig gute Stimmung an Bord. Danach machen wir einen Ausflug, natürlich im wundervollen Italien, und dann stellt sich unsere Gastkünstlerin Silvia Minardi vor. Die hat was aus Berlin geschickt und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Unsere Aida Blue ist gerade vor Italien angekommen und die Kollegen an Bord machen alles, um euch ein wunderbares Urlaubserlebnis zu bescheren. Und sie haben richtig Spaß dabei. Guckt mal. Honestly, we are missing our guests on board of Aida. Without them, we are nothing. We are here for them. As we know, this world is very quiet right now. We will bring the happiness. What I miss the guests most is their laughter, their appreciation for the crew, which is really simple, but they appreciate more. And the kids running in the corridor, and most of all, their smile. It's most than the Gäste, wieder lehen sehen. Wir befinden uns im Theatrium von Aida Blue und bereiten gerade alles für den Neustart wieder vor. Die Crew ist wieder zurück an Bord, alle Bereiche wurden gründlich geputzt und bald kann es auch wieder losgehen mit unseren schönen Kreuzfahrten hier auf dem Meer. Liebe Gäste, wir freuen uns auf Sie. Welcome on board! Willkommen zurück auf Aida. Und jetzt ein Ausflug aus dem zauberhaften Italien. Capri steht auf dem Programm. Und natürlich hat der Kollege, der das zusammengeschnitten hat, der liebe Darko, am Ende die rote Sonne im Meer versinken lassen. Glaubt ihr nicht? Seht ihr hier. Schon vom Festland aus ist Capri gut zu sehen. Denn die Felseninsel aus Kalkstein ist nur rund 5 Kilometer entfernt. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entdeckten Künstler die Insel als Winter- und Feriendomizil. So besonders in Capri sind auf jeden Fall die Felsen und die Grotten. Tu mi parli d'amore, e la vita mi sembra più bella ancora. Una canzone per te. Tutte queste note d'amore passato, tu mi parli d'amore e il cielo si pieno d'azzurro e di sole e la mia vita la voglio passare con te. We'll be right back.
am nördlichen Strand der Insel erreicht man die 150 Meter höher gelegene Ortschaft Capri mit einer Standseilbahn, der Funicolare. An Capri gefällt mir besonders die Landschaft, die Berge und die Natur. Es ist eine wahnsinnige Kulisse mit vielen Bergen und einem wunderschönen blauen Meer. Also eines der schönsten Fleckchen Erde, was ich bis jetzt gesehen habe, kann ich eigentlich nur sagen. Wenn wir nochmal herkommen würden, würden wir, glaube ich, auf jeden Fall nochmal uns ein kleineres Boot nehmen und die Grotten angucken und versuchen, da ein bisschen zu schwimmen. Wer Capri besucht, versteht den besonderen Zauber, den man erlebt, wenn die rote Sonne im Meer versinkt. Und jetzt seid ihr dran, wenn ihr noch Bilder habt von Italien oder von Sonnenuntergängen oder von Bootsausflügen, dann könnt ihr heute hier unten drunter posten, freuen wir uns sehr drüber. Und jetzt kommen wir zu Silvia Minardi, sie ist Gastkünstlerin auf der ersten Aida Blue Reise und sie wird 100% dafür sorgen, dass wir richtig viele großartige italienische Momente haben. Sie hat schon mal einen Gruß geschickt, bitteschön. Volare, come on! Musik ist überall. Ja, das ist nicht nur ein Instrument oder eine Stimme oder eine. Nein, Musik ist überall. Wir müssen diese Musik fühlen überall, okay? Ciao, liebe Gäste. Hier ist Silvia, eine von euren Gastkünstlerinnen an Bord von Aida Blue für die italienische Reise. Und ich bin gerade jetzt in Berlin bei Centro Italia und ich esse italienische Küche. Ich esse jetzt Calamari alla Griglia und ich freue mich sehr auf unsere Reise zusammen. Ich warte auf euch an Bord. Ab 17. Oktober geht's los und ich bin so gespannt und ich will alles machen mit euch. Okay? So viele italienische Momente und viele, viele, viele Überraschungen. Und jetzt vielleicht können wir einen ersten Satz zusammen lernen. Ich würde sagen, la famiglia è di nuovo insieme. Die italienische Familie, die Aida-Familie ist wieder zusammen. La famiglia è di nuovo insieme. So, wir sehen uns ganz bald und jetzt ich sage, buon appetito! Oh. Dipinto di blu, felice di stare lassù. Und zum Schluss, wie immer, die schönsten Bilder von unseren Reisen mit der wunderbarsten Musik von Bord. Und jetzt wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und bis zur nächsten Woche. Flame in you, a fever. I'm on fire, a fever, yeah, I burn for soon. Fever, if you live in love, fever, tears.
back.